Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 3. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute am letzten Tag der Handelswoche auf den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar schauen, der sich hier, wenn Sie auf die Heatmap schauen, schon sehr, sehr sportlich nach vorne gearbeitet hat. Die Performance vom Neuseeland-Dollar hier beflügelt durch, ja, gute Daten aus der Nacht. Und das setzte sukzessive, Sie sehen es hier im Stundenchart, sich während des weiteren Handelsverlaufs weiter fort. Der Preis orientierte sich höher und höher und hat dann praktisch auch unlängst das Vortageshoch hier jetzt dann deutlich mit dem Beginn der EU-Session nach oben aufgebohrt. Und wir haben hier bereits 44 Pips zurückgelegt. Im Schnitt haben wir, und das hängt auch ein Stück weit mit der durchaus rückläufigen Volatilität zusammen, dass der Markt rein technisch jetzt nur noch in Anführungszeichen rund 10 Pips nach oben hat, rein statistisch. Die Volatilität, wie gesagt, rückläufig seit einiger Zeit und der Kiwi eben hier mit durchschnittlichen Pip-Bewegungsranges, die sich hier von 50 bis 60 Pips nur am Tag kennzeichnen. Das ist sehr übersichtlich. Zudem der Chart, ja, Sie sehen es, und da gehen wir jetzt direkt mal hier in den Wochenchart. Relativ unspektakulär. Man sieht hier diesen Ausbruchsversuch, das hätte der Anfang von mehr werden können. Tat sich allerdings schon mit dem Ausbruch schwer und letztlich auch trotz dieser hier Reaktionshochs konnte dann letztlich das Ganze nicht gehalten werden. Der Preis setzte zurück und ursprünglich war anzunehmen, dass wir hier nochmal in die Zone von 0,65, 50, 0,65, 60 laufen würden. Das geschah nicht. Es sah zwar anfänglich so aus bis zur letzten Woche, aber Sie sehen hier die aktuelle Handelswoche höchst, höchst bullisch. Und es gab, wie gesagt, Daten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, die in der Nacht hier auf jeden Fall nochmal Rückenwind verliehen. Und jetzt sind wir eben hier wieder an dieser Widerstandszone um 0,68, 60, 0,68, 40. Zumindest hier genau diese Zone, wo wir jetzt ranlaufen. Und sieht zwar bislang ganz gut aus, als könnten wir hier dieses Gebiet überwinden, doch auch heute am ersten Freitag im Monat. Sie wissen, 14:30 Uhr kommen die Non-Farm Payrolls aus den USA, der US-Arbeitsmarktbericht. Je nachdem, wie der denn hier dann vom Markt aufgenommen wird, kann sich die Wochenkerze ja durchaus noch relativieren, insofern, dass der Widerstand hier nochmals bestätigt wird. Oder aber, wenn wir hier ausbrechen, natürlich haben wir hier ein taktisches Kaufsignal, was dann auf jeden Fall Chancen bis zu den letzten Hochs zulässt. Und das schauen wir uns jetzt hier auch mal im Tageschart an. Da die Annahme hier vom letzten Devisenradar der Webinar-Sendung zur oder zu dieser Live-Sendung, jeden Mittwoch immer, war durchaus die Annahme, dass wir hier nochmal vorstoßen in diese Widerstandszone, ja, diesen Bereich. Und da sieht man hier eben sehr schön, dass genau diese Marke hier, dieses Widerstandslevel, genau das Gretchen an der Wand sozusagen ist, denn hier muss er erstmal durch und ich würde vermuten, dass es hier zu einem Abprall kommt. Entweder heute begünstigt durch die Non-Farm Payrolls, die den US-Dollar hier entsprechend stärken und hier die von der US-Notenbank in Aussicht gestellte Zinsanhebung, jetzt nicht im Juni, aber vielleicht im Juli, also auf jeden Fall im Sommer, dann hier sozusagen nochmal Druck auf den Neuseeland-Dollar ausüben wird. Und ja, wir haben ja auch hier noch die Gefahren, dass selbst wenn die USA beispielsweise hier die Ansicht haben, eben die Zinsen anzuheben, in Neuseeland natürlich genau das Gegenteilige vorherrscht. Sprich, Neuseeland spielt hier mit weiteren Zinssenkungen. Und allein das spricht schon fundamental für eine schwächere Entwicklung des Neuseeland-Dollars gegenüber dem US-Dollar. Und technisch, denke ich, stehen die Chancen ganz gut, dass wir hier unmittelbar vor neuen Verlusten stehen. Das könnte einzig nur ein Ausbruch hier über diese Zone, also da müssten wir schon über 0,6880 deutlich rausziehen und dann wäre kurzfristiges Potenzial bis 0,7050 etwa gegeben und dann muss man sehen, wie es weitergeht oder 0,69 auf jeden Fall hier ein Stück weit über der Zone. Wenn wir da rausziehen, ja, dann gäbe es kurzfristiges Potenzial nach oben, aber ob das dann reicht, hier wirklich eine große Umkehr einzuleiten, das sehe ich aktuell nicht. Und insofern bleibt der Kiwi hier auf jeden Fall in einem schwachen Fahrwasser. Saisonalität zeige ich Ihnen auch. Die sieht eigentlich ganz gut aus kurzfristig. Insofern, dass man hier tatsächlich die Attacke über den Widerstand erahnen könnte. Aber Sie sehen es auch im weiteren Juni-Verlauf jetzt hier eher so eine zähe Entwicklung, die jetzt hier nicht unbedingt sehr euphorisch reinblicken lässt. Also technisch hier die Situation zu fokussieren. Saisonal haben wir hier nicht wirklich so klare Linien. Ja, also es wäre natürlich klar, wenn er hier von links unten nach rechts oben zieht und auch hier die Achse der
der Bewegungspunkte auch deutlicher nach oben laufen würde. Aber Sie sehen, wir sind hier in einem sehr, sehr minimalen Dezimalbereich. Das heißt auch hier die Saisonalität nicht wirklich so dynamisch und insofern ist dem Chart hier ein größerer Stellenwert zuzurechnen als der Saisonalität. Und hier sieht es eben so aus, als könnten wir in Kürze wieder schwächer notieren. Die Annahme bzw. die Tendenzen können sich natürlich schnell umkehren, wenn eben die Non-Farm-Payrolls heute hier zu einem deutlichen Ausbruch nach oben führen würden. Dann würde auch das Währungspaar selbst deutlich über Range gehen. Wir sind hier unmittelbar am Tageshoch, also es kann natürlich hier alles passieren in Richtung weiter ansteigender Preise, aber die Luft wird eben hier oben dünner und wenn man das hier technisch ins Kalkül zieht, stehen die Risiken einer Wiederaufnahme der Schwäche durchaus günstig, zumal wir auch hier diese Abwärtstrendlinie aus 2014 haben, wo es immer mal wieder kleine Spikes nach oben gab. Ja, auch hier eben zuletzt im April und Anfang Mai. Aber letztlich wirkt das hier weiter schwach, das Chartbild. Das muss man ganz klar sehen. Und fundamental, wie gesagt, wird das Ganze auch noch gestützt. Insofern eine sehr, sehr interessante Situation beim Kiwi. Behalten wir mal im Auge, vielleicht nächste Woche dann tatsächlich die Tendenz dann für weiter fallende Preise. Und bis dahin würde ich sagen, warten wir mal ab, was uns die Non-Farm-Payrolls heute bescheren. Ich sage an dieser Stelle erstmal schon mal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende, sofern möglich. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder in alter Stärke, neuer Frische. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.